Das Buch, das Veröffentlichungswerk in der Wiedererlangung des Herrn, das geschrieben wurde von den vermengten Brüdern aufgrund des geschriebenen Dienstes von Bruder Witness Lee und Bruder Watchman Nee 2005, enthält die folgenden Kristalle. Durch Bruder Lees Gemeinschaft haben wir im Laufe der Jahre schon lange erkannt, dass es unter uns nur eine Veröffentlichung geben sollte. Diese eine Veröffentlichung ist nicht nur ein Zeugnis unserer Einheit im Leib, sondern auch ein Schutz für den einzigartigen Dienst in der Wiedererlangung des Herrn. Bruder Lee bezeugte, als wir im Festland China waren, hatte nur Bruder Nee eine Veröffentlichung und der Evangeliumsraum gehörte einzig und allein ihm. Er bat mich, im Veröffentlichungswerk mitzuhelfen. Ich schrieb einige Bücher, doch ich veröffentlichte nie etwas aus mir selbst heraus, sondern schickte immer mein Manuskript an den Evangeliumsraum, der unter Bruder Nee und seinen Helfern war. Es gefiel mir, dass mein Material ihre Überprüfung durchlief. Dies half mir und schützte mich. Als Bruder Nee unter uns war, übernahm er sowohl im Dienst als auch im Veröffentlichungswerk die Führung. Als er den Dienst des Herrn in den Gemeinden befreite, wies er Living Stream Ministry und den taiwanesischen Evangeliumsbücherraum an, diesen Dienst überall in den Gemeinden zu veröffentlichen, sodass die Heiligen überall in der aktuellen Gemeinschaft des einen Dienstes bewahrt werden konnten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Bruder Lee direkt über die Fortsetzung des Dienstes unter uns sprach. Er fand, dass der Dienst nach seinem Weggehen von einer Gruppe von Mitarbeitern ausgeführt werden sollte, die vermengt sind, genauso wie sein eigener Dienst im Darreichen des Wortes unter seiner Koordination mit den Mitarbeitern war. Weiterhin soll es die sieben jährlichen Feste geben, so wie sich die Israeliten siebenmal pro Jahr in Jerusalem zum Fest versammelten. Und es soll weiterhin die wöchentliche Dienstversammlung geben. Living Stream Ministry und der taiwanesische Evangeliumsbücherraum haben die Aufgabe, die Erleuchtung und die Offenbarungen in Bezug auf die Bibel, wie sie durch die Lehren von Watchman Nee und Witness Lee ausgelegt wurden, zu fördern. Wenn Dinge bezüglich der göttlichen Wahrheit, des göttlichen Lebens und des Evangeliums zum Ausdruck gebracht werden, muss immer das Unterscheidungsvermögen geübt werden. Die Übung dieser Art von Unterscheidungsvermögen schützt nicht nur die Lehre und die geistliche Versorgung der Heiligen unter uns. Vielmehr hilft es auch denen und schützt diejenigen, die sich bemühen zu schreiben. Daher ist es richtig, dass diejenigen, die sich bemühen, auf diese Weise zu schreiben, ihre Arbeit denjenigen bringen, die im Dienst die Führung übernehmen. Sie sollten beurteilen, ob solche Vorschläge als Teil der einen Veröffentlichung veröffentlicht werden sollten oder nicht. Seit den Tagen Bruder Nees sind wir in der Wiedererlangung des Herrn auf eine Veröffentlichung eingeschränkt worden und diese Einschränkung hat zu einem Zeugnis unter uns geführt. Es war sehr gewinnbringend, auf eine Veröffentlichung eingeschränkt zu sein, bedeutet jedoch nicht und hat nie bedeutet, dass einzelne Gemeinden nicht frei sind, Materialien für ihren Bedarf vor Ort zu verfassen und zu verteilen. Wir haben immer derartige Veröffentlichungen unter uns gehabt und im Allgemeinen hat es diesbezüglich keine Probleme gegeben. Liederbücher, örtliche Traktate, Gliederungen für die Versammlung der Gemeinde, Zeugnisse und so weiter sind unter uns lange unstreitig verfasst worden. Diese sind nicht Teil der einen Veröffentlichung unter uns, insofern sie nicht alle Gemeinden einschließen. Die Leitenden
sollen dafür Sorge tragen und sicherstellen, dass das, was für ihre örtliche Gemeinde verfasst wird, auch eine örtliche Sache bleibt. Einige Heilige haben den Wunsch, Kirchengeschichte zu schreiben, Material für die Kinderversammlungen zu verfassen, Musik aufzunehmen und sogar Botschaften zu geben und zu veröffentlichen. Sie sind nicht Teil der einen Veröffentlichung in der Wiedererlangung des Herrn. Solange die Gemeinde nicht zu einer Plattform für die Verbreitung dieser Veröffentlichungen wird, werden diese Veröffentlichungen unter uns nicht zu einem Problem. Der Dienst ist das Ertönen der Posaune unter uns in der Wiedererlangung des Herrn, und es sollte keinen unklaren Ton dieser Posaune geben, wie Bruder Lee bei mehreren Gelegenheiten erwähnt hat. Doch die eine Veröffentlichung darf nicht die Grundlage unseres Annehmens oder Ablehnens irgendwelcher Personen in der Gemeinschaft des Glaubens oder in der Gemeinschaft der Gemeinden sein. Wir tun gut daran, nicht darauf zu beharren, zum Beispiel nicht auf einen Punkt des Glaubens zu beharren. Wenn Heilige nicht bereit sind, auf eine Veröffentlichung eingeschränkt zu werden, sind sie immer noch unsere Brüder. Sie sind immer noch in den echten örtlichen Gemeinden. Bruder Lee sagte, ob eine bestimmte Gemeinde den Dienst annimmt oder nicht, entscheidet nicht, ob jene Gemeinde eine echte örtliche Gemeinde ist oder nicht. Der Titel dieser Botschaft heißt nicht »Kein undeutliches Ertönen der Posaune in der Wiedererlangung des Herrn«, sondern »Im Dienst des Herrn«. Ich rede nicht über etwas in der Wiedererlangung des Herrn, sondern ich rede über den Dienst. Es geht um das Durchschlagsvermögen des Dienstes für das Kämpfen für das Interesse des Herrn in seiner Wiedererlangung. I have fought the good fight. I have finished the course. I have fought the good fight. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will recompense me in that day. And not only me, but also all those who have loved His appearing. I have fought the good fight. I have finished the course. I have fought the good fight. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will recompense me in that day. And not